Wir können uns die antike Philosophie nicht vorstellen, ohne die schönen Jünglinge, die es in Athen gab. So spöttisch spricht der Philosoph Friedrich Nietzsche über die Kulturgeschichte der Philosophie und ihre möglicherweise auslösenden Momente. Für Nietzsche ist es klar, die Schönheit der Jünglinge in Athen und die seinerzeit allgegenwärtige Praxis der Jünglingsliebe sei ein ganz wichtiges Motiv für die Kulturentwicklung und insbesondere auch für die Entstehung großer philosophischer Theorien gewesen. Tatsächlich liegt Nietzsche nach neueren kulturgeschichtlichen Forschungen nicht falsch, wenn er feststellt, dass die Homophilie im antiken Griechenland zu Zeiten von Sokrates, Platon und Aristoteles mit Sicherheit eine weit verbreitete Praxis war, die sehr gesellschaftsfähig war und sogar eine Art Standard darstellte. Es gab die Familie, die reproduktive Einheit und es gab die Jünglingsliebe. Und die Jünglingsliebe war aufgrund der großen Beliebtheit und Verbreitung dieses Themas in der Allgemeingesellschaft sogar mit eigenen Begriffen verbunden. Es gab Begriffe für die Rollen von Liebhaber und Geliebten. Der Liebhaber hieß Erastes. Der Geliebte hieß Eromenos und oft trennte den Erastes von seinem Eromenos auch ein großer Altersunterschied. Es kam nicht selten vor, dass der Liebhaber Erastes sogar Jahrzehnte älter war als der geliebte Jüngling. Und auf eine solche vom Alter her ungleiche Paarung, die aber oft auch mentorenhafte Züge auf Seiten des Erastes annehmen konnte, spielt auch Platon in seinem bekannten Dialog das Gastmahl Symposion an, wenn er beschreibt, dass der schöne Alkibiades, zu seiner Lebzeit der gefeiertste Jüngling in Athen, der ein echtes Starpotenzial hat, sich geradezu darüber wundert, dass sein Lehrer und Mentor Sokrates ihm gegenüber keine erotischen Avancen macht. Denn eine solche Avance hätte Alkibiades erwartet. Es entsprach einem gesellschaftlichen Kommand und einer weit verbreiteten Praxis, dass erfahrene, ältere, reife Männer, große Denker und Philosophen, Jünglinge liebten. Doch wenn wir Alkibiades und Sokrates als ein Paar ansehen und die Verwunderung des Alkibiades ob der ausgebliebenen Avancen durch Sokrates als eine Ausnahme von der Regel definieren, dann sehen wir, dass die Regel, die Jünglingsliebe, die starke Verbreitung der Homophilie in der antik-griechischen Gesellschaft etwas ist, was sich tatsächlich nicht bestreiten lässt. Und insofern hat Nietzsche recht, wenn er sagt, die schönen Jünglinge in Athen und vielmehr das starke Band der Homophilie war ein kulturstiftendes, kulturauslösendes Moment, das wir in der Kulturgeschichte Europas nicht verkennen können. Doch betrachten wir über Nietzsche hinaus die philosophische, akademische Beschäftigung mit dem Phänomen der Homophilie, so sehen wir, dass sich überhaupt nur sehr wenige Denker diesem Kontext gewidmet haben, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Einer der ersten Pioniere auf diesem Gebiet war der Schriftsteller Hans Blüher. 1888 geboren, hat er in seiner Jugend die sogenannte Bewegung der Wandervögel miterlebt, war selbst ein Mitglied der Wandergruppen und hat sich später in seinem philosophischen Werk als einen Prototyp der mannmännlichen Gesellschaft angesehen, denn zu seiner Zeit waren in den Jugendgruppen, die sich des Wanderns verschrieben hatten, tatsächlich keine Mädchen zugelassen. Blüher gilt als ein Chronograph der Wandervogelbewegung und er beschreibt auch in seinem 1915 erschienenen Werk die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, dass der Wandervogel ihn als mannmännliche Gesellschaft und Substruktur dazu inspiriert hat, über eben diese Rolle der Erotik profund nachzudenken. Denn seiner Meinung nach ist die Erotik als ein subtiles und kulturschaffendes Element auch dasjenige Motiv, das die Männergesellschaften und die männerbündischen Substrukturen
überhaupt erst zeitigt. Der Mann findet sich laut Blüher zum Mann, gesellt sich zum Mann, weil die implizite Erotik ihn dazu drängt. Für ihn ist diese Erotik aus der mann-männlichen Gesellschaft nicht vorzudenken. Für ihn ist die Tatsache, dass es auch zu homosexuellen Akten zwischen Männern kommen kann, ein Ausdruck der übergreifenden, elementaren Verbindung aller Männer miteinander durch das subtile, aber starke Band der Erotik. Die Homosexualität als körperlicher Ausdruck sei also für Blüher nur die Manifestation des geistig-seelischen Bandes der Erotik, das zwischen Männern immer bestünde. Hierzu ist zu sagen, Hans Blüher bezieht sich in seinem Werk die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft tatsächlich primär auf mann-männliche Liebe, also auf die Homophilie im Ausdruck durch Männer. Er beschreibt nicht die lesbische Liebe und befasst sich kaum mit weiblich-weiblichen Beziehungen. Das hat seinen Grund darin, dass er in den Männerbünden und Männergesellschaften das kulturstiftende Element schlechthin sieht und die Frau weder einzeln noch in Verbindungen weiblich-weiblicher Art als kulturstiftend betrachtet. Wir haben also einen sehr starken antifeministischen Zug in Hans Blühers, abgesehen davon zu seiner Zeit 1915 sehr freigeistigen Denkens über verschiedene Formen von Sexualität. In den folgenden kurzen Beiträgen wollen wir uns dem interessanten und noch immer kontroversen Denken des Philosophen Hans Blühers in seinem Werk Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft mit Blick auf drei spezielle Elemente widmen. Zunächst geht es darum, was ist eigentlich Erotik, was ist Homosexualität, was ist Homophilie nach Blühers Fassung. Er war ein kritischer und streitbarer Freud-Schüler und wir werden da betrachten, inwiefern er von seinem Lehrer und Mentor abweicht und was er selbst an eigenem Gedankengut zum Thema Homophilie vorzutragen hat. Dann sehen wir, dass es bei Blüher zwei Typen des Homosexuellen gibt, den Typus Invertus und den Typus Inversus Neuroticus. Und da werden wir beschreiben, was bedeutet das? Was bedeutet der Invertierte und was bedeutet der neurotische Invertierte? Und für ihn ist es so, dass der neurotische Invertierte zum Verfolger des Homosexuellen wird, der gleichsam etwas im Außen bekämpfen will, was er im Inneren als innerpsychischen Prozess nicht verarbeiten kann. Und dann geht es noch darum, inwiefern Blüher in Familie und Männerbund zwei Kontrahenten und polare Gegensätze in der männlichen und menschlichen Gesellschaft im Allgemeinen sieht. Er beschreibt hier ganz klar, dass die männliche Gesellschaft sich gleichsam aufspaltet in die Familienväter und in diejenigen Männer, die in Männerbünden auch ihre Verheimatung finden und dass aber andererseits Familie und Männerbünde auch in einem gewissen Austauschverhältnis miteinander stehen müssen, damit ein übergeordnetes Ziel erwirkt wird, nämlich eine geistig-seelische und auch revolutionäre und philosophische Weiterentwicklung der Gesellschaft. Zuletzt soll es auch darum gehen, wie Hans Blüher den Mann als solchen als bigam definiert, nämlich stets zwischen zwei verschiedenen Frauentypen hin und her gerissen, Penelope und Kalypso. Was nun die Penelope-Gestalt ausmacht und was die Kalypso-Gestalt und weshalb der Mann immer zwischen beiden oszilliert und wieso er laut Blüher zu beiden auch eine vollgültige Beziehung aufbauen sollte, Zeit seines Lebens. Das werden wir dann in einem weiteren Beitrag sehen. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, spannende neue Einsichten mit einem kontroversen Denker, dessen streitbares Potenzial auch heute noch manche Debatte bereichern könnte. Bis bald.